zum Punkt 15 Katastrophenfonds. Und 14? 14, weil 14 ist geschrieben worden. Ist auf einen Fall der ÖVP? Ja. Zur Diskussion. Jetzt schon vorbereitet, ja. Wie ich ihn mir vorstelle, wenn ihr wollt, als Vorleser. Ja, ich habe dankenswerterweise das E-Mail von der Gemeinde passieren aufgenommen. Ich glaube, das war von dir, oder? Hast du nicht angeregt, du sollst uns das schicken, die Katastrophenfonds? Die Verwendung von Mitteln aus dem Katastrophenfonds dient ausschließlich zur Beseitigung außergewöhnlicher Schäden, die durch Hochwasser entstanden sind. Die Mittel aus diesem Fonds sind auf privaten oder juristischen Personen, insbesondere Landwirte, in Rückhaltebecken im Gemeindegebiet von Liebach bzw. durch Schutzmaßnahmen für das Gemeindegebiet von Liebach betroffenen Liegenschaften und angrenzenden Gemeindenbesitzen beschränkt. Die Beurteilung von Schäden ist durch einen unabhängigen Sachverständigen im Auftrag der Gemeinde durchzuführen. Die Kosten für diesen Sachverständigen fallen der Marktgemeinde zur Last und werden nicht aus den Mitteln des Fonds bestritten. Sollten die finanziellen Mittel des Fonds nach Ermittlung der Schäden durch den Sachverständigen nicht ausreichen, werden die vorhandenen Mittel zu gleichen Prozentsätzen im Verhältnis zu den Schätzungen auf alle Betroffenen verteilt. Die Finanzierung des Fonds wird sichergestellt. Durch einen Einmalerlag von 10% des bei einem Verkauf der Parzellen 1376-1, 1387-2 und 1375-3 insgesamt 24.657 Quadratmeter entstehenden Gewinn. Es besteht kein Rechtsanspruch für Mittel aus diesem Fonds. Der Gemeinderat beschließt die Ausschüttung je nach Anlassfall nach den genannten Kriterien und verpflichtet sich, diese einzuhalten. Nach Schätzungen der Schadenssumme werden etwaige Mittel aus dem Katastrophenfonds des Landes bzw. des Bundes und private Versicherungsentschädigungen abgezogen. Daher stellen wir den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Liebach möge beschließen, die Errichtung des Katastrophenfonds wie eben beschrieben und verpflichtet sich, nach Errichtung des Hochwasserdammes die oben genannten Grundstücke so rasch wie möglich als Bauland umzuwidmen und an den Westfieser zu veräußern. Darf ich kurz einmerken, so schnell wie möglich gehen, weil wir haben eine Baulandbilanz, die schon weit drüber ist. Ja, so schnell wie möglich hast du, so schnell wie möglich. Und was machen wir in der Zwischenzeit? 10 bis 15 Uhr? Wir hätten den Vorschlag, dass wir das in den Umweltausschuss transferieren, dort das ausdiskutieren lassen, dem Gemeindevorstand das Ergebnis vorlegen lassen und entsprechend dann dem Gemeinderat zur Beschlussfassung weitergeben. Das heißt, es wird im Umweltausschuss eher breit diskutiert werden, dort da entsprechend dann über den Gemeindevorstand in den Gemeinderat gelangen. Jetzt können wir es nicht zur Abstimmung bringen, wie wir unsere Vorbereitung kennen, hier bei der Form, in der kurzen Zeit. Kann ich dann das schriftlich als Grundlage für die Umweltausschussberatungen einbringen? Ja, das muss ich heute ein. Das ist alles willkommen, wenn ich kann. Ja, gut. Jetzt stimmen wir darüber auf, dass wir das dem Umweltausschuss zuführen. Wenn es damit einverstanden ist, dann bitte eine zeitliche Zustimmung. Danke. Gut. Ja, kurze Pause. Ja, ich darf die Gäste bitten.